Allzu zusammen, Farbstoff hier. Willkommen zu einem neuen Video. So, gleich nach dem Stream die frischen Informationen, die ich jetzt gesammeln konnte mit dem Test der neuen Fusion, würde ich euch natürlich gerne mal den Fusion-Champ in Aktion zeigen und auch, ja, im Prinzip die Combo, die es da gibt, vielleicht mit euch mal durchsprechen. Denn einige haben mich gefragt, ja, lohnt sich die Combo, lohnt es sich nicht, lohnt der Fusion-Champ, lohnt er sich nicht. Und der Champ wirkt tatsächlich etwas unscheinbar. Und hat sich aber in den Tests als ziemlich guter Support herausgestellt. Überraschenderweise sogar an der Hydra. In der Arena ist er mit dem neuen, ja, schon ein bisschen, schon ordentlich. Das würde ich mit euch jetzt aber gerne testen. Also, um wen geht's? Reden wir nochmal über die Fusion im Allgemeinen. Wir haben zwei Ritter-Wiedergänger, ne? Das ist einmal Ancora, das ist unsere Fusion. Und einmal den passenden Partner-Champ Nasus. Wir gehen jetzt aber erstmal per se über Ancora drüber und sprechen mal. Also, ist ein legendärer Unterstützer von den Ritter-Wiedergängern und der Affinity oder Einstimmung Blau, also Magie. Stark gegen Grün, schwach gegen Rot, Void unabhängig. Ihre Stats mit 21.000 LP, 1.200 Defense und 111 Base Speed sind für gut dabei. Von daher lässt sich mit ihr auch wirklich gut arbeiten, um hohe Stats zu erreichen, wie Mid- oder Late-Game. Das heißt, damit kriegt man einen guten Supporter. Ich würde sagen, wer es am Midgame schafft, die Fusion zu machen, kriegt auf jeden Fall was Ordentliches an Stats. So, die A1. Wir lassen mal Nasus erstmal außen vor. Ja? Es geht rein um den Standard-Skill. Der macht gebuckt, wenn er angreift, 50% Chance, die Abklingzeit eines Verbündeten um 2 Züge zu verringern. Das hört sich so lapidar an. Also, das ist ordentlich, Leute. Das dürft ihr echt nicht unterschätzen. Wenn euer Damage hier zum Beispiel an 2 Runden, dann kommt der ständig dran damit. Das kann richtig gut werden. Ja, und dann, wenn die Abklingzeit vollständig zurückgesetzt wird, dann gibt es noch 10% Heal. Ist jetzt von ihr, aber das ist jetzt nicht so wild. Bei König Nasus, bei dem es ist, dann geht es bei dem immer. Über eine aktive Fähigkeit, dann wird Erde gemacht, ja. Dann wird es bei ihm passieren und dann ist es schon relativ, in der Arena schon ziemlich stark. Das zeige ich euch aber gleich. Die A2 entfernt alle Diebes von allen Verbündeten und verleiht ihnen für 2 Züge einen Schildbuff in Höhe von 25% ihrer maximalen LP. Wenn sich der König noch im Team befindet, dann bekommen alle noch einen Stärkungsbuff. Und das Rundmeter aller Verbündeten wird um 10% gesteigert. Dann haben wir noch die A3, belebt einen toten Verbündeten mit 50% LP und 75% Rundmeter wieder. Wenn der König im Team ist, wird stattdessen mit 75% LP und 100% Rundmeter wiederbelebt, also jeweils 25% mehr. Nach der Wiederbelebung wird das Zugmeter aller Gegner um 25% gesenkt, 10% gesenkt. Das hat den Vorteil, dass wenn euer Champ mit 75% Rundenmeter anfängt, der Gegner 10% zurückkriegt, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass euer wiederbelebter Champ sehr schnell drankommt. Und wenn Nasus im Spiel ist, dann sogar 20%. Das auch auf 3 Runden CD. Also beide Skills sind 3 Runden CD. Und wir haben eine Passive, die gebuckt sehr stark ist. Wann immer ein Gegner versucht, den Verbündeten mit dem höchsten Crit-Damage-Wert ein Angst, wahre Angst, Frost, Provoke, Schlaf, Lähmung und Versteiner-Debuff zu verleihen, werden diese Debuffs stattdessen auf diesen Champion übertragen. Wenn das passiert ist, dass sie einen Debuff wegen diesem Zug bekommen hat, steigert sie automatisch ihr Rundmeter um 50%. Entfernt zu Beginn des Zuges alle Angst, wahre Angst, von diesem Champion, wenn sich König Nasus im Team befindet. Also sie würde es übernehmen, wenn sich der König sogar im Team befindet, entfernt sie das dann dementsprechend auch wieder. Wenn es mehrere Champs mit dieser Fähigkeit gibt, wird immer nur eine aktiviert. Somit kann man es ja nicht doppeln. Und sie hat eine Aura mit 19% in allen Schlachten. So, also per se, das Kit ist ein guter Durchschnitt bis gut. So, hört sich erstmal so an, ne? Jetzt haben wir sie natürlich in dem Test equipped. Ein Regeneration Set finde ich fast besser für sie, muss ich sagen. Aber wir haben sie jetzt, oder ich habe sie jetzt folgendermaßen laufen lassen. Wir haben einfach ein Protection Set drauf gemacht. Es sind hier Zweier-Roll. Nicht, da denke hier Zweier-Roll und hier ist ein Geschwindigkeitsschuh mit einer Geschwindigkeit 12. Er gibt auf den großen Base-Speed, schaffen wir schnell 300 Speed, wenn man 320 Speed schafft, das geht ruckzuck. Da eben dieses Set einmal 12% Speed gibt und nochmal 12% Speed, wenn wir nochmal einen machen, dann haben wir sogar nochmal 8% Geschwindigkeit, wenn wir noch ein Item hier unten hätten. Also von daher ist dieses Set schon ziemlich gut, aber das Regeneration-Set, aber ich manchmal das Gefühl, wäre besser gewesen. So, dann sind wir mit ihr, mit den Masteries natürlich einfach irgendwelche Support-Masteries, also jetzt nichts Wildes, einfach nur Larifari. Und als Idee für die Sets könnte man natürlich viele Varianten nehmen, aber alles, was mit der A1 funktioniert, also ein Gegenangriffsset wäre zum Beispiel meiner Meinung nach sehr, sehr gut, weil man
dort ebenfalls. Also sprich, für Leute, die das Vergeltungsset, das hier, wo 15% Chance auf Gegenangriff. Hört sich wenig an. Wenn ihr damit aber die A1 triggert und die den Cooldown zurücksetzen kann um 2 Runden oder senken kann, das hilft. Wo sie jetzt sehr gut, wo sie wirklich geglänzt hat von dem, was wir jetzt getestet haben, war zum Beispiel beim ewigen Drachen. Wie sieht es mit dem Team rein, was jetzt nicht absolut OP ist? Ne? Also das Team, wir haben jetzt hier eine Doombreeze, wir haben einen Python mitgenommen, wir haben Stagnant mitgenommen, wir haben eine Arix als Damage mitgenommen. Wir könnten ihn rausnehmen auf jeden Fall. Und wir könnten Python rausnehmen, würden jetzt hier 2 andere Champs mitnehmen, die uns irgendwie da helfen. Ja? Unabhängig davon, wie sie helfen. Sie kann wiederbeleben und dann kriegt der Verbündete sofort alle Fähigkeiten zurückgesetzt, was extrem stark ist. Und ihre A1 kann, wenn der Boss uns die Cooldowns gesetzt hat, sie ebenfalls wieder zurücksetzen. Um 2 Runden. Das ist stark. Und das hat dazu geführt, dass man diesen Champ dort wirklich gut spielen kann. Gut funktioniert. Dann sind wir durch verschiedene Content gelaufen. Klar, jetzt im Fraktionskriegen Bannerlord-Gruft ist die Gruft, die bei den meisten einfach so aussieht. Also im Late Game, wer jetzt noch ein bisschen weiter vorne ist, hat halt dann epische Varianten mit. Nehmen wir mal jetzt hier, gut, wenn es jetzt Damage-Schieler-mäßig wäre, zum Beispiel sowas hier. Auch da, Bannerlords. Fabi, Night Revenant. Hier in der Fraktion ist es so, wollte ich eigentlich raus, ich bin völlig abgedreht jetzt gerade. Wenn ihr guckt, positive Effekte, wiederbeleben, es gibt dort nur einen einzigen Champ. Und das ist Rektorin Dress. Das heißt, in der Fraktion, die mega ätzend ist, ganz einfach. Das ist einfach so, der Gegenangriff dort bringt einige echt zum der zweiten Wave ätzend. Mit Arex zusammen und hier so ein Tomplord ist das schon sehr, sehr lustig, weil der Cooldown, eben wie gesagt, der wird schön zurückgesetzt. Ihr habt einen Revive drin, wo den Cooldown zurücksetzt. Ich habe da gerade gesehen, es wurde gerade der Cooldown wieder, zack, bumm. Also, das funktioniert sehr, sehr gut. Ihr könnt damit wirklich gezielt gegen die Gegner vorgehen. Und das dürft ihr nicht unterschätzen. Ein Cooldown, der zurückgesetzt werden kann, das merkt ihr. Das merkt ihr. Wenn ihr dann öfter stunnen könnt, wenn ihr öfter Gift applyen könnt, wenn ihr öfter alles, was man machen kann, öfter machen kann, hilft das. Natürlich sind nur eine 50% schon. Man kann auch einen One machen und kriegt gar nichts ab. Aber ihr seht jetzt, wir gehen jetzt hier gegen Gegner vor. Die sind schon sehr ätzend. Und das wisst ihr selber. Die können schon ziemlich ätzend sein. Aber Arix ist hier starke Affinity gegenüber denen. Sie ist starke Affinity gegenüber denen. Von daher, die Fusionen haben einige Probleme. Nur als Beispiel. Funktioniert sie? Wir sind jetzt zu dritt. Arx ist natürlich sehr gut auf Damage gebaut. Sie müsste aber nicht auf Damage gebaut sein, weil am Boss würde das Gift reichen von Tomplord. Bei ihr geht es eher um den Stun. Wenn man es richtig timet hier alles, könnte man mit dem Stun viel mehr machen. Sie hat aber einen Gegenangriff und durch den Gegenangriff macht sie dann immer einen schönen AOE-Damage draus. Der dann die Gegner ziemlich ärgert. So wie jetzt, bumm, seht ihr, sind sie weg. Ja. Und der Debuff-Cleanse hilft ebenfalls, den sie hat. Das Schild, was sie gibt mit 25% basierend auf ihren LP, ist okay. Würde ich jetzt nicht als absolut Leggy-Niveau ansehen, aber schon ziemlich gut. So, jetzt sind wir beim Boss. Also seht, wir kommen hier einfach gut durch. Wir können bequem die Stages machen. Sie ist nicht unverwundbar, logischerweise. Ich würde ihr auch kein Set geben, was irgendwie Damage aufnimmt vom Verbündeten, weil sie soll am Leben bleiben und nur supporten. Das heißt, schnell und dann mit ein bisschen Widerstand noch dazu, LP hoch und dann ein bisschen Defense und schon geht sie richtig ab. Ich werde nochmal einen gezielten Guide über sie machen, wenn ich dann noch ein bisschen mehr getestet habe. Das ist jetzt der erste Schuss. Ich zeige euch gleich noch in der Arena, wie sie da mit Nase spielt, damit man auch sieht, dass man auch das funktioniert sehr, sehr gut. Dann noch was, wir haben sie auch an der Hydra getestet. An der Hydra war es so, dass wir sehr oft mit dem Vierkopf in Kontakt kamen oder kommen, ihr ja auch. Und wer kennt es nicht? Euer Max-LP-Damage-Shealer, ihr wartet auf den Kopf, dass er gefressen wird. Es wird ein Champ von euch gefressen, dann sagt er, okay, ich habe extra einen Skill aufgehoben, ihr wollt den mit dem Nuke rausholen und zack, kriegt den Provoke oder ein 4 ab. Das kann nicht passieren, da sie von dem Champion mit dem höchsten Crit-Damage diesen Debuff übernimmt, somit dieser Champ weiter agieren kann und es einfach safe läuft. Wir hatten es eben mehrmals, dass sie Akrizia in dem Fall getriggert hat, als AOE. Nichts ist passiert.
einfach aufgrund dessen, dass wir Fun hatten und einfach weitermachen konnten. Und dadurch sind wir einen sehr guten Damage-Wert gefahren und das kam mal super durch. Ihr seht, jetzt sind sie einfach durchgekommen. Es war jetzt super easy. Bei ihr sieht man nichts, ne? Sieht völlig unscheinbar aus. Revive, Debuff Cleanse, Cooldown zurücksetzen, beim Revive Cooldown zurücksetzen und zack, kommt ihr mit zwei Champs da durch. Natürlich kann man auch viel schneller machen mit anderen Damage-Healern. So, dann zeige ich euch nochmal kurz einen Arena-Fight. Mal kurz hinsetzen, dass man vielleicht besser sieht, dass ich so abgeschoben aussehe. Also wir haben ja schon ein bisschen probiert hier, auch hier oben gegen das Team. Das war ziemlich gut. Halt, stopp. Ah, jetzt habe ich was vergessen. Ist egal. Ich glaube, fehlt ein bisschen Equipment jetzt auf Nasus. So, wir machen mal das schön. Wir haben natürlich jetzt hier überall Dings drauf, ne? Stone Skin, das heißt, wir können jetzt nicht viel machen. Das heißt, wir werden jetzt hier einfach Damage fahren. So, da habt ihr das erste sehen. Gegenangriff auf Nasus aufgrund des Teams kriegt er keinen Schaden. Wirklich null. Ja, also nicht aktive Angriffe, also die auf einem passiven Gegenangriff basieren, da passiert einfach nichts. So, jetzt Achtung. Abklingzeit zurückgesetzt. Von Nasus mit der A1 zurückgesetzt. Wir haben wieder den AOE ready. Wir können wieder angreifen. Als Beispiel, ja. Bumm, wieder Damage 0. Das heißt, wir stehen jetzt da, so wie wir eben waren, und haben einfach immer noch nichts groß bekommen. So, wir machen weiter. Wir machen einfach mal weitermachen. So, jetzt machen wir wieder die A1 auf wieder zurückgesetzt. Habt ihr gesehen? Wieder der Cooldown zurückgesetzt. So. Zack. Wir machen jetzt den da für den Block Revive auf Marischka. Bup, Block Revive. Kann nicht wiederbelebt werden. So. Jo. Wieder AOE. Bum, bum. Also ihr seht schon, in der Arena sieht die Welt komplett anders aus als der Damage im PvE. Im PvE war es so, dass der Damage von Nasus nicht die Welt war. Im PvP, finde ich, sieht die Welt schon anders aus. Natürlich muss man sagen, es ist so, dass der Damage hier, natürlich, ich bin kein Arena-Top-Tier-Spieler, ja. Also mein Equipment reicht bei weitem nicht an die Top-Spieler ran. Das heißt, bei denen, wo es nicht so einfach aussehen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man mit ihm ja wirklich geile Scheiße machen kann, ja. Also der Damage hier, guckt euch den an, der ist doch gut. Kann man nicht meckern. Also Taras sieht hier irgendwie völlig, ich weiß nicht, ob Taras jetzt ein gutes Equipment anhat. Das kann ich nicht sagen, aber bei dem Teamwert, der hier aktiv ist, glaube ich schon, dass es ziemlich gut ist. Bitte jetzt, gehen wir mal auf positiv von aus. So, dann machen wir den da und ja, kommt gleich dran. So, dann machen wir Taras, bumm, so. Und jetzt haben wir wieder ein Zweier-Skill. Dung, bung, 37k. So, dann machen wir eins. So, aktuell sieht es einfach mal alles nach nichts aus, ne? Kann sein, dass Taras hier auch wirklich keinen Schaden macht. Ich kann es euch nicht sagen, ich weiß es nicht. So. Dann Schild drauf. Wir gehen auf Taras. Bumm. Ein Hit. Schade. So. Okay, jetzt kommen wir der. Jetzt Abklingzeiten ist drauf. Abklingzeitverringer. So, wir setzen den Cooldown zurück. Wir haben wieder AOE ready. Zack, der ist weg. Und dann würde ich sagen, machen wir den Debuff Cleanse von ihr. Habt ihr gesehen? Stirbt sofort wieder weg. So, machen wir wieder AOE. So, und dann den da. Und jetzt können wir. Also auch da wieder Abklingzeit zurückgesetzt, ne, mit dem einen Skill und Blocke wiederbeleben und ja. Ich würde sagen, die Combo funktioniert schon ziemlich gut. Wird sie die komplette Meta shaken? Das kann ich schlecht beurteilen. Ich bin kein PvP-Spieler. Aber ich glaube, dass manche, die jetzt normal spielen und Glück haben, den Champion zu bekommen, das Team auf jeden Fall benutzen werden gegen Taras und Marischka, wenn sie nichts anderes haben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt hier ewig damit dem Team gespielt. Ich persönlich würde der Fusion tatsächlich eine 1 bis 2 geben. Ich finde ihr Kit wirklich lustig und auch sinnvoll in vielen Bereichen. Viele werden sagen, bei mir brauchst du nicht in Landesinne Volt. Dann macht sie nicht. Ja. Ich würde aber sagen, die Fusion klingt super. Vor allen Dingen kann euch die A1 einen Arsch retten und die A3 ebenfalls. Mein aktuelles bestes Team beim Animus
war mit Shamael. Shamael ist aber super squishy und hat oft einen Crit gekriegt, war sofort tot. Mit ihr könnt ihr ihn wiederbeleben, Shamael sofort wieder zünden und wieder seine A2 benutzen und wieder mal die 450k fahren. Also von daher bin ich der Meinung, lohnt sich dieser Champ. So, ich habe euch das Video extra mal vorher gemacht, vor der Fusion, damit ihr wisst, ob ihr sie machen könnt. Dann kann ich mich jetzt die Nacht dann auf die Vorbereitung des Helpers konzentrieren, dass ihr den so schnell wie möglich wieder habt. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann sehen wir uns im nächsten Video im Stream. Bis dann. Ciao, ciao.